Wir alle hängen in der Schwebe. Michael Beller hat in dem Interview gesagt, irgendwie der MSV ist gerade im Schwebezustand. Das ist er gerade, glaube ich, auch so. Aber wenn du dir die Zukunft so ausmalst vom MSV, was kommen da für Bilder? Boah, schwierig. Also mit der Zukunft habe ich mich jetzt noch nicht so befasst, weil wir noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Schön wäre es natürlich, die Lizenz erstmal zu kriegen. Das ist das Wichtigste. Aber nur, wenn dann auch wirklich aufgeräumt wird. Also es kann so nicht weitergehen, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Das steht außer Frage. Und wenn wir die Lizenz nicht bekommen, dann würde ich den direkten Wiederaufstieg aus der vierten Liga sehr gerne feiern. Also es wäre auf jeden Fall eine interessante Liga. Also wir haben viele Derbys, im Gegensatz zu der dritten Liga, die jetzt nicht so attraktiv ist. Und es wird natürlich wichtig sein, dass die Fans mitziehen und vielleicht auch die ersten Spiele verzeihen, die dann vielleicht nicht so laufen. Also der Worst Case ist ja, dass wir vielleicht erst in zwei Wochen erfahren, wo wir spielen und dann kaum noch Zeit haben, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und das wird natürlich eine Herkulesaufgabe. Und dann ist davon auszugehen, dass man wirklich in der ersten Saison auch erstmal sich konsolidieren muss. Und die Geduld müssen wir haben. Und deshalb ist wichtig, dass wir alle dabei bleiben, den Verein unterstützen und dann wirklich einen Neuanfang starten und endlich mal wieder mit einem guten Gefühl auch zum MSV Duisburg gehen können. Ich weiß nicht, ihr werdet wie wir alle so. Ich hänge auch so in so drei MSV-Projekten drin, so irgendwie. Das ist alles in der Schwebe gerade so. Wie geht's denn da mit dir und dem MSV weiter? Habt ihr das Szenarien schon durchgespielt? Nein, also überhaupt nicht. Also keine Ahnung, ob dann die Spiele noch live übertragen werden. Ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Also da haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Auch das steht im Moment noch nicht fest. Vielleicht gibt es da irgendwelche Mittel und Wege. Wäre natürlich schade, wenn das alles jetzt zu Ende gehen würde. Aber ist jetzt auch nicht vorrangig. Erstmal ist wichtig, dass wir die Lizenz bekommen, für welche Liga dann auch immer, und dass wir wirklich eine Mannschaft haben, die dann auch guten Fußball spielen kann. Zu Milan Sasic vielleicht noch gerade eine Anekdote. Der hatte im Konferenzraum in Paderborn damals für einen kleinen Eklat gesorgt, hat mir da sehr gut gefallen, hat da wirklich sehr sympathisch reagiert. Er hat nämlich den Kollegen von der Bild-Zeitung vor allen Kollegen im Konferenzraum der Paderborner zur Schnecke gemacht. Fand ich sehr mutig, weil ja jeder Trainer normalerweise erstmal sich mit der Bild-Zeitung auch schön und gut stellen möchte, damit die Presse dementsprechend auch ordentlich über einen berichtet. Aber Milan Sasic war da ganz anders. Also es ging richtig zur Sache. Paderborn ist ja der Presseraum ungefähr so groß wie dieser Tisch. Und es waren 5, 6 Journalisten da, die dann aber gar nicht mehr wirklich ihrer Arbeit nachgingen, sondern nur noch sich um den Trainer stellten, um Milan Sasic, und sich das genüsslich reingetan haben. Und seitdem hat er bei mir sehr hohen Respekt gehabt. Der hat auch nicht alles richtig gemacht und es war auch nicht immer leicht mit ihm. Aber er hatte seinen eigenen Kopf, er ist seinen Weg gegangen. Und ich glaube, dass wir jetzt auch mit Kostas Runjalic wieder einen Trainer haben, der genau weiß, wo er hin will. Und deshalb wäre es schon wichtig, natürlich die Zweitliga-Lizenz zu bekommen, damit er Trainer bleibt. Weil ich glaube, alles unter der zweiten Liga geht er sehr wahrscheinlich nicht mitmachen. Aber die Hoffnung habe ich dann noch nicht aufgegeben. Das macht das Ganze ja auch so traurig, weil wir jetzt wirklich eine Chance hatten, mit der Mannschaft eine gute Saison zu erleben in der nächsten Saison. Vielleicht mal eine Saison ohne Zittern, vielleicht mal ein einstelliger Tabellenplatz. Und das ist halt dann jetzt alles erstmal den Bach runtergegangen. Und das hat das Ganze auch wirklich so schwer zu verkraften gemacht. Und daran knabbern wir, glaube ich, alle noch. Also der Schock sitzt immer noch in den Kleidern. Ja. Absolut. Ich bin der Meinung, wir müssen so ein bisschen von dieser positiven Energie mitnehmen. So, ich sag also so ziemlich in jedem Interview, Leute, also man wird immer angerufen von komischen Journalisten, die sind ja alle komisch so, ne? Und die sagen immer zu mir irgendwie, ja, typisch Duisburg, ne? Typisch Duisburg, jetzt geht das auch noch kaputt, ne? Ja, genau, ihr Idioten, ihr. Nein, natürlich geht das nicht kaputt. So. Und ich habe immer so eine Trotzphase gehabt und ich hatte am 4.6. hatte ich Geburtstag und ich hatte noch nie einen Geburtstag, der mir so egal war wie dieser. Und dann kam 19.02, ich stand am Bahnhof und bin mit ein paar Leuten losgerannt. Und ich weiß nicht, wer von euch auf dem Marsch dabei war, aber spätestens ab hier vorne Tunnel Kalkweg hatte die Nummer eine ganz andere Qualität, als ich sie hier lange erlebt habe. Und ich habe abends im MSV-Portal, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, so in diesem Forum, hatte ich halt abends mal so meine Eindrücke geschildert. Und damit will ich eigentlich auch den Abend abschließen. Danach spielt Janis noch ein paar Lieder. So, aber ich möchte das mitgeben. Und weil ich finde, dieser Verein hat in den letzten Wochen bewiesen und vor allem seine Fans, das geht hier nicht vorbei. So, es ist nicht zu Ende. Diese Fans sind großartig. So. Und diese ganze Nummer wird nicht aufhören. Punkt. Aber ich erzähle euch mal, was ich geschrieben habe.
also irgendwie 23 Uhr kurz nach dem Marsch, 4.6. Todmüde und trotzdem irgendwo zwischen Wahnsinn und Adrenalin, zwischen jetzt erst recht und Sprachlosigkeit. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich um 18.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs herumstand und mir dachte, dass 1000 gemeinsam marschierende Leute vollkommen ausreichen würden. Dass es schon ein Zeichen wäre, mit einem solchen Haufen durch die Straßen zu ziehen, gemeinsam, vielleicht ein wenig in Trauer, vielleicht auch einfach nur müde ob dieses Wartens. Als ich auf dem Bahnhofsvorplatz auftauchte und die ersten Gesichter entdeckte, war der Gedanke an Müdigkeit und Trauer verflogen. Überall blau-weiße Seelen, auf der Hauptstraße immer noch genug Wagen unterwegs in vollster Besatzung. Aus den Bussen und Bahnen kamen die Menschen. All dieses blau-weiße Volk, welches sich um 19.02 langsam in Bewegung setzte. Riesige Fahnen vorneweg, ewig treu auf einem Banner. Große Zeichen, große Worte. Trauer hatte hier nichts mehr verloren, nicht auf diesem Weg, den schon da viel mehr bestritten, als man erwartet hätte. Dann all diese Momente auf dem Stermuschweg, als man sich umdrehte und hinter sich dieses Meer erblickte. In weiter Ferne diese Masse, die immer noch von der Koloniestraße aus in diese riesige Straße einsickerte. Nirgendwo mehr ein Ende. Nebeneinander Bekannte und Unbekannte, Freunde, Mitstreiter und Gefährten, alle vereint in zwei Farben. Schon da war es genug und viel zu viel. Schon da drehte man sich immer wieder in die andere Richtung, lief rückwärts mit ungläubig schüttelndem Kopf und großen Augen. All das hätte schon gereicht, mehr konnte es nicht mehr werden. Aber es war halt mehr. Viel mehr, als man sich je hätte ausmalen können. Viel mehr, als man sich zugetraut hatte. Wie soll man beschreiben, was man fühlte, als man auf den Kalkweg einbog und auf den Tunnel zulief? Was mit einem passierte, als man die ersten Schritte machte und die Gesänge überhand nahm? Welche Worte muss man dafür wählen? Aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, das alles beschreiben zu können. Vielleicht geht's darum gar nicht. Denn spätestens, als wir auf diese Straße einbogen und den Tunnel passierten, als alles schepperte und wummerte, als das Herz vibrierte und die Haut sich spannte, die Momente im Tunnel, als die Stimme keinen Gesang mehr mitgehen konnte, weil man nicht mehr wusste, ob man ungläubig staunen, in Tränen ausbrechen oder einfach komplett eskalieren sollte, als die Lichter brannten und die Fäuste sich ballten, spätestens da war klar, dass die Nummer hier nicht vorbeigehen kann. Dieser Verein stirbt nicht. Nicht mit diesen Leuten und nicht mit diesen Gesängen. Und vielleicht sollte man sich alleine deswegen, Zeit seines Lebens, daran erinnern, was heute passiert ist. Das war der Pulsschlag dieses Vereins. Und das ist der Rhythmus, an dem sich dieser Verein immer wieder wird aufrichten können. Die Melodie, die erklingt, wenn 6000 blau-weiße Seelen von sich Zeugnis ablegen. Duisburg bleibt stehen, hat die alte Garde immer gesagt. Duisburg bleibt stehen. Danke für den schönen Abend. Danke an Marco Rühling. Und danke an Janis Heldmann, der den Abend jetzt beschließen wird. Komm her. Danke.